Jeder, der gerne fotografiert oder Videos dreht, kennt eine Spiegelreflex und eine Systemkamera. Die einen sind größer und besser bekannt, die anderen kleiner und noch nicht so lange auf dem Markt. Welche Kamera eignet sich besser für welchen Zweck? Die Systemkamera kann lautlos auslösen, da sie keinen Spiegel hat. Bei der DSLR-Kamera hört man ganz klar das Klicken des Spiegels. Die Bildqualität eigentlich das wichtigste Thema, aber macht es überhaupt einen Unterschied? Nein, es kommt tatsächlich auf die Sensorgröße und nicht auf die Art der Kamera an, wie gut die Qualität der Bilder ist. Hier ist die Spiegelreflex beim Fotografieren deutlich besser, da sie das Bild dank eines speziellen Systems noch vor dem Sensor abgreifen kann. Er funktioniert sehr schnell und sicher, aber nur wenn der Spiegel runtergeklappt ist. Im Live View Modus kann er nicht mehr verwendet werden. Hier kommt das deutlich langsamere, kontrasterkennende Autofokus-System zum Tragen. Dieses System nutzt auch die spiegellose Kamera, aber da der Sensor auf dieses System ausgelegt ist, funktioniert es sehr viel schneller. Die Systemkameras eignen sich sehr gut für Reisen und spontane Ausflüge da sie auch in kleinen Taschen mitgenommen werden können. Der Nachteil ist, bei großen Teleobjektiven entsteht sehr schnell ein Ungleichgewicht und die kleinen Systemkameras sind deutlich schwerer zu handhaben. Die Spiegelreflexkameras wurden früher sehr viel für Video genutzt. Heute ist 4K bei den meisten Systemkameras Standard. Die Qualität ist deutlich besser und sie sind viel beliebter. Die günstigere voll ausgestattete Kamera mit guter Qualität ist immer noch die Spiegelreflex. Systemkameras können weder mit dem Akku noch mit der Auflösung mithalten. Auch heute greifen die meisten Profifotografen immer noch zur Spiegelreflexkamera, vielleicht auch aus Gewohnheit. Der Akku ist ein großes Thema. Da ist die DSLM deutlich schwächer. Der Grund ist dass sie auch noch den digitalen Sucher mit Strom versorgen muss, was sehr viel Akkuladung braucht. Er ist quasi ein zweiter Monitor. Fazit: Es gibt viele Unterschiede zwischen den beiden Kameras. Welcher am Ende besser ist, musst du für dich selbst entscheiden. Wichtig dabei ist, für was du die Kamera am häufigsten benutzen möchtest.